Abend, Herr Schleich. Sind Sie Franke? Freilich, der Dürer hat mich doch gemalt. Ah. Who the fuck is Alice? Alice, who the fuck? Magst du uns einmal sagen, wer du bist? Wer bin ich? Das ist zunächst mal eine zutiefst emanzipatorische Frage. Ich hab doch diese Menschenphobie. Und das weiß der Söder ganz genau. Deswegen schickt er mir jeden Tag tausende Japaner und Chinesen durchs Schloss, die mir alle fotografieren wollen. Dann stehe ich wieder da in meinem Morgenmantel. Aber nichts zum Anziehen. Norbert Blüm schon vor vielen Jahren gesagt, gut, der kleine Nobby hat auch kurze Beine, gell, wegen Lügen und so, aber er hat nicht gelogen. Die Rente ist sicher. In Wirklichkeit hat sich Norbert Blüm damals nur den zweiten Teil des Satzes gespart. Die Rente ist sicher nicht so hoch, wie Sie gedacht haben. Herzlich willkommen bei Schleichfernsehen, das Beste. Mit dabei heute unser Chefreporter Traugott Siegel, der Hapflinger Sepp, Franz Josef Strauß, Kardinal Reinhard Marx und natürlich wie immer das wunderbare Stimmungsbüro Kreitmeier. Das ist ja. Man muss ja sagen, das ist ja mit Aussagen von Politikern häufig so. Das dicke Ende wird verschwiegen. Wenn einem von einem ausgeglichenen Haushalt erzählt wird, dann können Sie sicher sein, dass bald Geld für gar nichts mehr da ist. Und wenn Sie den notleidenden Banken helfen, die Politiker, dann geht's mit Garantie dem kleinen Sparer bald ans Eingemachte. Bei mir geht's heute auch ans Eingemachte. Aber keine Angst, ich serviere Ihnen keine abgedroschenen Phrasen, sondern meine persönlichen Lieblingsschmankerl aus Schleichfernsehen. Extra für Sie, neu zusammengestellt und mit scharfer Satire, pikant abgeschmeckt. Meine Damen und Herren, ich begrüße hier im Studio den Erzbischof von München und Freising, Reinhard Kardinal Marx. Herr Max, Marx. 130 Millionen ist Ihnen das Verwaltungszentrum Ihrer Diözese in der Münchner Innenstadt wert, ein Neubau. Damit stehen Sie natürlich unter Protzverdacht. Limburger des in München? Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Wollen Sie auch einen Schluck Messwein? Danke, nicht im Dienst. Ich muss ja im Dienst, nicht? Nein, aber ernsthaft. 130 Millionen, das ist natürlich nur eine Zahl. Das ist Quatsch, das ist ja nur die Kalkulation. Nicht 130 Millionen. Bis das Ding fertig ist, da kostet das locker das Dreifache. Ja, aber Herr Karl, Herr Kardinal, macht es Ihnen denn keine Sorgen, dass nach Limburg immer mehr Menschen aus der Kirche austreten? Naja, wer viel trinkt, muss schon auch mal austreten, nicht? Nein, im Anfang war das Wort, aber dann kam gleich der Protzbau. Und mit dem Protzbau die Ehrfurcht vor dem Wort. Glauben Sie, es kommt ein Gläubiger mehr, wenn wir in der Wieskirche den Stuck runterklopfen und stattdessen Rigipsplatten ranspaxen? Nee. Ja, aber jetzt mal Spacks beiseite. Emerenz, Ihr Vorgesetzter, Papst Franz Iskus, steht ja seinerseits nicht unter Protzverdacht. Er hat erst letzte Woche gegen den Kapitalismus gewettert. Er sprach von einer Tyrannei des Marktes, das die Wirtschaft tötet, hat er gesagt. Für sowas hätte ihn sein Vorgänger vermutlich noch aus der Kirche hinausgeworfen. Naja, der Papst kommt aus Südamerika, das ist natürlich eher ein, sag mal, ärmlicher Kulturkreis, ne? Aber den kriegen wir schon hin. Wir haben jetzt sogar mal mit ihm gekocht in Rom. Ne? Wollte natürlich gleich wieder die Armen einladen hier. Haben wir gesagt, nee, komm, nur kleiner Kreis, nur die Kardinäle. Da hat er immerhin das Gemüse gegessen. Ja, aber Herr Bischof Erz,
Herr Erzbischof Marx, meinen Sie, dass dieser Weg die Kirche wirklich in eine rosige Zukunft führt? Ja, was denn sonst? Ich meine, das machen wir doch seit 1000 Jahren so, nicht? Ich meine, wenn Sie in Sack und Asche gehen wollen, dann können Sie gleich zum Protestanten gehen. Ich bin bereits Protestant. Oh. Das wusste ich nicht. Es tut mir leid. Schon immer? Und wie hält man das aus, so ganz ohne Völlerei? Naja, ich bestelle mir schon ab und an auch mal eine zweite Portion Bratkartoffeln. Na also, das ist doch schon mal was. Das ist ja weiter als der Papst. Wollen Sie nicht konvertieren? Wir müssen doch zusammenhalten. Ist ja nicht nur so, dass die Kirchen leer sind. Ihnen hier beim Fernsehen brechen ja ab und an schon auch mal die Zuschauer weg, nicht? Tja, aber wir können es weiter finanzieren, denn aus der Kirche können Sie austreten, aus dem Rundfunkbeitrag nicht. Ach übrigens, wissen Sie, was passiert, wenn man in der Sahara den Kommunismus einführen würde? 10 Jahre gar nichts und dann wird der Sand knapp. Hat der Strauß gesagt, natürlich weiß ich eben. Das. Hat der Strauß eigentlich auch was zur Steuerhinterziehung gesagt? Na, der war ja nicht blöd. Was ist denn das für ein Zauberer, der seine Tricks verrät? Entschuldigung, so ein Schmarrn. So fahrlässig war nur der Sepp Kretz, dieser Ex-Wiesenwirt. Bei seinem Prozess in München hat er doch das bestgehütete Geheimnis der Stadt ausgeplaudert. Was wirklich in die Weißwurst drin ist? Nein. Wie teuer der S-Bahn-Tunnel wird der zweite? Nein, was ein Wiesenwirt verdient. 3 Millionen, hat er gesagt, waren es bei ihm. Wohlgemerkt Gewinn, nicht Umsatz und das pro Wiesen. Ja, da waren nicht nur Sie überrascht, mein Lieber. Da hat er die Stadtverwaltung geschaut und im Finanzamt haben die Ohren geklingelt. Das sage ich einer. Sag ich mal, was sagt da eigentlich der Sprecher der Wiesenwirte dazu? Der Toni Reuterer. Ja? Ja, der Kretz, das können Sie mit dem gewöhnlichen Wiesenwirt nicht vergleichen. Und unsere Zelte sind ja viel größer. Da haben wir ja Unkosten. Schauen Sie, da passen ja bei uns viel mehr Leute in ein Zelt. Da müssen wir Tische anschaffen dafür, Bänke, Krüge. Ich meine, was das alles kostet. Dann gehen unsere Leute natürlich auf die Toilette. Das ist ja nicht beim Kretz. Die Prominenten, die suchen in Lederhosen und dann versteigern sie es im Internet. Als Souvenir, das können Sie gar nicht vergleichen. Ja gut, aber doppelt so viele Leute bringen auch doppelt so viel Geld mit, Herr Reuterer. Ja, das meint der Laie. Alle haben ja 5-mal so viele Plätze wie der Kretz. Aber da können uns ja auch 5-mal so viele Leute wegbleiben. Das ist ein Risiko. Wird da bloß mit Terror sein, dann heißt es Blaugrad aus wegen Taliban. Das kann man nicht kalkulieren, verstehen Sie? Oder wenn Weihnachten vorverlegt wird, dann sind die Zelte leer, weil die Leute bei ihrer Verwandtschaft sind. Und wir stehen ja da. Das ist ein Risiko, über das keiner redet. Es ist dunkel draußen, täglich, da brauchen wir Strom. Oder die Brauerei zwingt uns möglicherweise den Bierpreis draufzusetzen auf 80 Euro. Das weiß man nicht, was da kommt. Aber wenn wir unseren Verein der Wiesenwirte nicht hätten, wo wir uns manchmal gegenseitig unter die Arme greifen, da wären wir alle längst bankrott. Wenn man sagt, dass demnächst sogar die Ölscheichs wissen wird werden wollen, dann wahrscheinlich nur, weil sie die Armut kennenlernen wollen. Hey, nehmen Sie nur mal dieses neue Palais an der Oper in München. Ein Immobilienprojekt nach Münchner Zuschnitt. Da kostet eine 100 Quadratmeter Wohnung 5000 Euro Miete im Monat. Wer kann sich das nur leisten? Mal ein Scheich oder ein Oligarch oder ein Waffenhändler, der schon ein Penthouse hat in New York oder ein Loft in den Londoner Docklands. Gell? Und der kommt dann vielleicht 3-mal im Jahr nach München zu den Opernfestspielen oder Schönheitsoperation oder was. Ansonsten steht die Wohnung leer wie eine Geisterstadt in der Wüste von Neumexiko. Da sagt dann natürlich der Nachbar-Oligarch schnell, ja, sag einmal, wo bleibt denn da die Lebensqualität? Hey, wo ist das Münchner Flair? Hey, sieh, das war vielleicht sogar eine Geschäftsidee. Wohnungsbeleber. Professionelle WBLer, verstehen Sie? Die einem gegen Bezahlung alles vorgaukeln, was zu einer lebendigen Nachbarschaft gehört. Nicht bloß Lampen anknipsen und Duschen aufdrehen. Zum Beispiel einmal einen Dackel nachmachen. Hey, ein Münchner Zamperl. Hey, oder mal ein Public Viewing simulieren. Wenn die Bayern in der Champions League spielen. Tor!
Und wenn es dann dem Oligarchen zu laut wird, dann genügt eine SMS und der Wohnungsbeleber ist wieder verschwunden. Das ist Service, weil der Wohnungsbeleber, der wohnt natürlich nicht in München. Hey, der wohnt im Bayerischen Wald, an der tschechischen Grenze irgendwo. Hey, da fährt er mit dem Radl zur Bushaltestelle und dann mit dem Bummelzug bis Zwiesel, dann Deggendorf, Plattling, Freising und dann zack mit der S-Bahn direkt rein in die Münchner Innenstadt. Sind 5 Stunden Fahrzeit bis zum Hauptbahnhof, aber da draußen, da kann er sich die Miete noch leisten. Hey, sie, und ein Motto wüsste ich auch schon für die Münchner Wohnungsbeleber. Immer wenn sie München verlassen, dann rufen sie sich zu: Hey, der Letzte macht's Licht an! Alois Hingerl, ein ehemaliger GBW-Mieter aus München, wurde nach der letzten Landtagswahl zusammen mit ganz Bayern in ein weiß-blaues Paradies erhoben, in dem es keine Probleme mehr gibt. Nur weiße Westen, glückliche Bürger, die Tag und Nacht die CSU preisen und eine saftige Autobahnmaut für die bösen Ausländer. Weil der Heimatminister Söder seine Wohnung verschachert hatte und er sich die Miete im paradiesischen München nicht mehr leisten konnte, nahm er auf einer Wolke Platz und beteiligte sich auf seine Weise am allgemeinen Frohlocken. Wo ist der Söder? Söder, sage! Ze Fixsackel Zement, wo ist der Söder? Er schrie so laut, dass er den großen Horst, den Schöpfer des Paradieses, beim Regieren störte. Ja, was haben wir denn da für einen Brunnenvergifter in unserem Paradies? Ja, was glaubst denn du? Bloß weil Bayern jetzt das Paradies ist, müssen die vor lauter Freude über eure Politik umeinander hupfen, gell? Und deinem Heimatminister, dem kannst du ausrichten, dass er von mir gleich eine fängt in sein saublät, grinsatz, Bockfotzen-Gesicht, der Planschbeckenbiesler, der Fränkische. Glaubst vielleicht nicht, dass der Ude in München leerstehende Häuser zunagelt, anstatt dass er es herricht für die Leute der Schwabinger Nebenerwerbskomiker? Und weißt was? Jetzt glänzt man von deinem bayerischen Himmel. Und er schnappte sich sein Kündigungsschreiben und suchte auf schnellstem Weg eines der letzten Münchner Wirtshäuser auf, in denen der Kai Pirin ja noch nicht das Bier ersetzt hatte. Und er bestellt sich eine Mass und liest eine Wohnungsanzeige. Und er bestellt sich noch eine Mass und liest noch eine Wohnungsanzeige. Und noch eine Wohnungsanzeige. Und noch eine Wohnungsanzeige. Aber Zusage kriegt der Korni. Und da sitzt der Heid noch. Frau Bundeskanzlerin, guten Abend bei Schleichfernsehen und herzlichen Glückwunsch erst einmal. Danke. Ich bin in Bestlaune, wie Sie sehen. Ich habe heute auch schon 4-mal gegrinst. Sie feiern Ihren 60. Geburtstag. Ist die NSA dabei? Die Vielzahl von Gästen am heutigen Abend macht es mir unmöglich, mit jedem persönlich zu reden. Deswegen ist es durchaus angenehm, dass einige heute Abend zuhören, ohne dass ein persönliches Gespräch vonnöten ist. Ja, aber wirft man Ihnen beim Thema NSA nicht zu Recht wieder mal vor, zu lange untätig zugeschaut zu haben? Herr Schleich, wie Sie wissen, bin ich Physikerin. Ich habe mich in meinem Leben viel mit Zerfallsprozessen beschäftigt. Ich verstehe jede Menge von Halbwertszeiten. Ich weiß also, dass sich im Leben letztlich alles irgendwann von selbst auflöst. Ja, nochmal, das Vertrauen zu Amerika ist erschüttert. Ich meine, Willy Brandt ist damals wegen einer Spionageaffäre sogar zurückgetreten. Sie können mich keinesfalls mit Willy Brandt vergleichen. Ich arbeite wesentlich effizienter. Willy Brandt hatte jede Menge Ideen, von denen die Welt nicht wusste, was draus wird. Ich weiß auch nicht, was aus der Welt wird, brauche dazu allerdings keine Ideen. Stimmt's also doch, wenn gesagt wird, Sie wollen das Land ins Koma reden? Herr Schleich, was heißt Koma? Nach dem Krieg hatte Deutschland den Marshallplan. Für die Zukunft haben wir jetzt eben den Mehltauplan und der bin ich. Ja. Mehltau ist ein schönes Stichwort, Frau Bundeskanzlerin. Anlässlich Ihres Geburtstages haben wir jetzt einen Ihrer Vorgänger direkt zugeschaltet, sozusagen Ihren Mentor. Lassen Sie mich raten.
Konrad Adenauer. Nein, Erich Honecker. Spaß, Helmut Kohl, natürlich, ganz klar. Der Altkanzler hat, obwohl er gerade am vierten Band seiner Memoiren arbeitet, trotzdem Zeit gefunden, ein Grußwort für sein Mädchen zu sprechen. Das freut uns sehr. Guten Abend, Herr Altkanzler. Maike, Maike, es braucht ein Radiergummi. Wachsmalkreiden kann man nicht radieren. Dann brauche ich ein neues Blatt. Ja, Herr Dr. Kohl, was malen Sie denn da? Ich arbeite gerade am vierten Teil meiner Memoiren. Ich überlege gerade, woran ich mich noch erinnern könnte. Treuhand? Nee. Leuna? Nee. Spindernamen? Nee, so weiß ich nicht mehr. Blackout? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Was ist denn das Graubraune auf dem anderen Blatt, das Sie da haben? Das? Ja. Das ist der Mantel der Gesichter. Ah. Der hat ja gar keine Ärmel, Helmut. Nein, so kann er besser wie ihn. Das ist die Maike, meine Treuhand. Ja. Ja, uns geht's aber heute hauptsächlich um Ihre Nachfolgerin. Uns geht's um Ihr Mädchen. Die Maike? Nein, die Merkel. Ja, die... Was wird denn das, was Sie da jetzt malen? Das ist die Mauer. Aha. Wenn ich die nicht angerissen hätte, wäre die Merkel heute gar nicht hier. Wäre immer noch ich, der Kanzler. Aber Sie sind doch nicht von Merkel, sondern von Schröder abgelöst worden, Herr Altkanzler. Aber der war nicht Kanzler der Einheit. Ja, das ist auch wieder wahr. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben, Herr Ex-Kanzler. Da fehlt noch was. Welcher Kanzler? Kanzler der Einheit. So viel Zeit muss sein. Ja, vielen Dank, Herr Kohl. Wir schalten jetzt noch mal nach Berlin auf die Geburtstagsfeier von Angela Merkel. Ich bin sehr gespannt. Ja, da steppt der Bär, hätte ich sagen. Herzlich willkommen, Ludwig König. König Ludwig, also der Zweite. So. Guten Abend, Herr König. Majestät. Oh, ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel der Ehre, Majestät. Ich bin Chefreporter. Ach so, ja, natürlich, verstehe. Guten Abend, Majestät, Herr Majestät, Sie wohnen ja in Neuschwanstein, einer Immobilie, die seit dem Ende der bayerischen Monarchie dem bayerischen Finanzministerium gehört. Und da muss man ja sagen, da haben Sie es doch eigentlich in Neuschwanstein recht. Ich kann diese GDGBW-Mieter bestens verstehen. Der Söder ist ein schrecklicher Vermieter. Ich kann gut verstehen, warum der Seehofer den Söder als Schmutzel-Markus bezeichnet. Die Schlösser sind total verschmutzelt. Hat man nicht einmal bei Neuschwanstein oder man nicht einmal ein Tischlein deck dich eingebaut. Ich brauche tausende Kerzen, weil kein Strom da ist. Die Heizung ist seit 100 Jahren nicht erneuert worden. Ich wohne in einem Provisorio. Ja, da hätten Sie vielleicht mal auf eine Mieterversammlung gehen und diese Mängel vortragen müssen. Ganz so schlimm wie mit den GBW-Mietern wird es ja mit Ihnen und Herrn Söder nicht kommen. Schließlich ist er ja Heimatminister und damit quasi Ihrem Erbe verpflichtet. Heimatminister? Der wird euch Neuschwanstein verkaufen und als Eigentumsschloss irgendeinem Oligarchen zum Fraß vorwerfen. Das durchschaue ich doch, nicht steht da. Aber Herr Majestix, Herr Majestätix, in diesem Fall hätten Sie Anrecht auf eine adäquate Ersatzwohnung. Adäquate Ersatzwohnung. Dann tun Sie mir wieder nach Schloss Berg. Aber das sage ich gleich, diesmal saufe ich nicht ab. Diesmal schwimme ich hinüber nach Possenhofen. Sagen eh alle, ich bin vom anderen Ufer. Anderes Ufer? Sie meinen wahrscheinlich warmer Bruder. Das glauben Sie, wie kalt der See ist. Da kriegt auch ein warmer Bruder kalte Füße.
Darf ich das als eine Art Outing verstehen? Das ist interessant. Aber sagen Sie mal, er da mit seinem Sakko und seinem Krawattel, er wäre doch ein viel schönerer Heimatminister, wird der Markus, der geht so nah. Ja, damit zurück zu meinem Ufer, zurück zu Schleichfernsehen. Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit. Das Bier war noch dunkel und der Strom ist noch aus der Steckdose gekommen. In Bayern hat eine Koalition regiert und die hat sich prima verstanden. Und wenn's einmal gekackelt hat, dann hat es immer noch das königlich-bayerische Amtsgericht gegeben. Heute steht ein schwieriger Fall an. Ein selten kurioser Prozess geht heute in Szene. Revolutionär und verfahren, aber nicht ohne eine gewisse Strahlkraft. Einem kleinen Kernkraftwerksbetreiber wird übel mitgespielt. So, meine Herren, jetzt sagen Sie mir doch einmal, wie viele Kraftwerke müssen denn noch in die Luft fliegen, dass ihr einmal begreift, dass das nichts ist mit der Kernkraft? Ihr habt es doch gesehen da drüben in Japan. Und jetzt darf ihr daherkommen und schon wieder streiten über die Kernkraft. Ein Teufelszeug ist, das haben wir euch schon nach Tschernobyl gesagt. Aber Herr Rat, Sie wollen doch auch nicht im Dunkeln sitzen, oder? Sie wollen doch auch, dass die Wirtschaft brummt mit einem billigen Strom. Geh her doch auf mit deinem Schmarrn! Was willst denn du? Abschalten will ich, und zwar die. Das muss ich mir doch von dem nicht bitten lassen, Herr Rat. Ja, seid's denn ihr ganz blöd im Hirnkastel. Früher wärt ihr wie die zwei Turteltäuber gewesen und jetzt geht's aufeinander los. Herr Rat, von so einem CSU-Grattler muss ich mich nicht abschalten lassen. Jetzt hast du's aber genau beieinander, Bürscherl. Aber meine Herren, jetzt reißt's euch aber zusammen. Mitsamt seine Blutsreaktoren wird der abgeschalten und zwar von mir. Von dir? Du hast doch bloß Schiss, dass dir die Wähler wegrennen. Jetzt werden wir diesen Streit ein für alle Mal beenden. Wir rufen jetzt die Zeugin Merkel in den Zeugenstand. Die Zeugin Merkel? Jawohl. Frau Merkel, stimmt es, dass Sie ein Moratorium gegen die Kernkraftwerke verkündet haben? Ja, aber nur gegen die Alten. Die Alten? Ja, die Neuen brauche ich ja wegen der Brennstäbe. Wie soll ich sonst die Locken in meiner Frisur hinbekommen? Ohne Brennstäbe geht da gar nicht. Freilich geht es. Ach, was wissen denn Sie von Frisuren? Spring doch klein rein in dem sein Abklingbecken. Dann wirst du noch schöner. Öha, jetzt macht er sich auch noch lustig über uns. 50 Jahre lang war er jeden Tag bei uns und hat bettelt, baut's uns doch bitte nur ein Kraftwerk hier in Ohu, in Gundremmingen, in Grafenrheinfeld. Was? Ihr seid doch uns in Arsch reingekrochen. Schon ihr uns. Nauf bis in Dünndarm. So, jetzt reicht's. Es ergeht folgendes Urteil. Aufstehen. Mit dem ganzen Wind, den ihr um die paar alten Kernkraftwerke macht, da werdet euch jetzt miteinander einen Windpark betreiben. Und zwar friedlich. Und wenn's euch ihr noch einmal streitet, dann kommt nicht der schwarze Mo, dann kämen die Grünen. Die Grünen? Jawohl. Das sieht aber gar nicht mehr gut aus. Darf ich das mal sehen? Ja, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht ist eine Antiquität. Ja, das sehe ich selbst. Ich sag mal, das ist ein etwas in die Jahre gekommenes Backerzeugnis. Ich sag mal, industrielle Großbäckerei. Frühes 21. Jahrhundert. Oh, hier ist sogar ein Verfalldatum. 1998. Sag ich doch, Antiquität. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Allen Indizien nach handelt es sich hier eher um eine Originalpackung aus einem Lebensmittelpaket für bayerische Asylbewerberheime. Ein frühes Care-Paket, vermutlich noch aus dem Hause Hadertauer. Ah, gut. Von der Neuen, von der Emilia, kann's nicht sein. Dann wird's ja Müllerbrot heißen. So, ja, absolut wertlos. Ja, nein, ich hätte noch eine Anschlussverwendung für das verschimmelte Zeug. Ja, Stückchen für Stückchen, Scheibchen für Scheibchen, würde ich's unserem Bundesinnenfriedrich in den zynischen Rachen schieben. Der Friedrich, man hat ja lange gedacht, die Hadertauer und der Hermann sind nicht so top. Ja, nein, auf die CSU ist Verlass. Wem angesichts der Bilder von Lampedusa nichts Besseres einfällt als, wir müssen nichts ändern am EU-Asylrecht. Lampedusa ist Italien, sollen ihre Hausaufgaben machen. So viel vergammeltes Toastbrot kannst du doch gar nicht auftreiben, wie es der Friedrich dafür fressen müsste. Sondermüll. Super.
Der Friedrich. Sag ich doch. Hey, komm her. Was ich soll reden? In Europa sind so viele Arten vom Aussterben bedroht. So viele Arten, aber nicht nur Tierarten und Pflanzenarten. Da wird zum Beispiel unsere krummen Gurken und die schierchen Tomaten, die sie verbieten wollen, die Brützler, Bürokraten, die Kreisligen in Brüssel drohen. Nein. Auch unseren bayerischen Maßkrug wollten sie jetzt um ein Haar verbieten. Unseren alten bayerischen Käferlohr, weil man nicht sieht, wie viel Saum drin ist und wie viel Bier. Deswegen wollten sie ihn verbieten. In Brüssel, die Bürokraten, die Irren, die Kreisligen, die europäischen, russischen, römischen. Und deswegen habe ich hier mein gut Eiderbickel mit den aussterbenden Arten in Europa. Komm her, ich sag's da. Aber psst. Ja, scheu, die aussterbenden Arten, komm her. Die alten Autos ohne Sicherheitsgurt, die haben sie uns so verboten vom Britzel. Und sogar das Beste haben sie uns verboten. Das Beste. Aber ich hab's da, da schau her. Da ist es, das Beste. Da, Asbest. In Hülle und Fülle. Jetzt zeig ich dir was, schau her. Das ist ja noch nicht alles. Da, geh mit, komm her. Schau her, was ich da hab. Ein alter Ofen, den nennen sie nicht mehr in Britzel, weil ihnen zu viele Tatstoffe in die Luft bloß. Aber auf meinem gut alten Bichel, da kann er sein, dieser gute alte Ofen. Und dahinter, dahinter sind sie. Meine bayerischen Lieblinge. Schau her, da sind sie. Schau her. Da sind sie. Die bayerischen Käferlo. Ja, ganz brave Krieg sind die. Ich hab alle Krieg. 30-jährige Krieg hab ich, 100-jährige Krieg, Bauernkrieg, Erbfolgekrieg, alle Krieg hab ich. Bloß einen ersten Weltkrieg, den haben wir so vor 100 Jahren verloren. Ja. Jetzt wollen sie was fressen. Jetzt brauchen sie einen Schaum, die Käferlohe. Weil der Biertraum, das ist der Biersaum. Das sagt man in Bayern. Jetzt gibt's Fütterung. Fütterung ist angesagt, da sag ich, ja, jetzt kriegt's einen Saum. Ja, jetzt gibt's einen Saum. Ja, da sag ich, ein guter Saum. Geh weg. Ich darf euch nicht sehen, Britzel. Geh weg. Wissen Sie, was das ist? Schauen Sie mal, da. Hä? Ein Geschenkkorb. Genau, von einem Münchner Feinkosthändler. Den hat unser Horst Seehofer dem Papst mitgebracht, wo er neulich besucht hat. Als offizielles Geschenk des Freistaats Bayern für den Heiligen Vater. Und wo er dann gefragt hat, der Papst, was drin ist, da hat der Seehofer ein bisschen gezögert und schließlich hat er gesagt, bayerische Spezialitäten, Dosenweißwurst, Honig und Kaffee. Wörtlich, Dosenweißwurst, Honig und Kaffee. Sagen Sie mal. Sowas hätte man früher nicht dem Papst mitgebracht, sowas hätte man früher in die DDR geschickt. Ja, aber damit nicht genug. Okay? Natürlich war auch noch ein karitatives Geschenk dabei für den Papst der Armen. Natürlich ein offizieller Scheck für syrische Flüchtlinge im Libanon über sage und schreibe, halten Sie einer fest, 5.000 Euro. Satte 5.000 Euro im Namen des Freistaats Bayern. Bei ungefähr 2 Millionen Flüchtlingen macht es, wenn man es ausrechnet, 0,25 Cent pro Flüchtling. Das heißt also, wenn 40.000 Flüchtlinge zusammenlegen, haben sie 10 Euro. Tuh, da können sie sich auf der Wiesn ein Maß Bier kaufen. Miteinander. Und das in unser aller Namen. Das zeigt wieder mal eindrucksvoll das umwerfende Niveau der bayerischen Staatsregierung. Klar. Die treibt das schlechte Gewissen, kann man jetzt sagen. Aber mit schlechtem Gewissen hat das gar nichts zu tun. Nein, das hat auch mit gutem Gewissen nichts zu tun. Das hat mit Gewissen überhaupt nichts zu tun. Schon eher mit dieser typisch christlich-sozialen Mischung aus Großkotzigkeit und Ignoranz. Was gehen uns die Probleme dieser Welt an? Hauptsache die CSU regiert, der FC Bayern gewinnt im Fußball und der vollgetankte BMW steht vor der Haustür. Das sind die drei traditionellen Säulen bayerischer Regierungspolitik. Hey. Das
Das Dumme ist nur, dass im Volk in letzter Zeit die Stimmung da ein bisschen gekippt ist. Nicht nur, weil wir jetzt plötzlich alle die Barmherzigkeit für uns entdeckt haben und uns die armen Menschen mit ihren Booten im Mittelmeer und im Krieg leid tun. Nein, auch die Wirtschaft hat auf einmal Lunte gerochen. Schließlich ist der Flüchtling ein Wirtschaftsmotor. Oder wie es unser Bundesgauk formuliert hat, wer es bis nach Deutschland geschafft hat, ist hochmobil, flexibel, mehrsprachig, leistungs- und risikobereit. Und wer es nicht bis Deutschland schafft, ist es auch nicht wert. Also, das hat er nicht gesagt, der Gauk, höchstens gemeint. Andere Wirtschaftsvertreter sagen sogar, es ist wurscht, ob einer aus politischen oder aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommt. Hauptsache, er ist da. Hey! Der Wirtschaftsasylant, eines der liebsten Feindbilder der CSU, der, für den wir verschimmeltes Toastbrot ins Essenspaket gepackt haben, für den wir die Residenzpflicht eingeführt haben, damit er freiwillig geht, bevor ihn die bayerische Polizei mit Gewalt hinauskomplimentiert, der soll auf einmal ein willkommener Leistungsträger sein. Das ist zu viel des Modernen für die modernste Partei Europas. Insofern kann man das mit dem Scheck für einen Papst fast schon wieder verstehen. Geil, als Geste der Hilflosigkeit. Ne? Was macht man in katholischen Gegenden, wenn man nicht mehr weiter weiß? Man schmeißt Geld in den Opferstock und hofft auf Vergebung der Sünden. Und danach kauft man sie eine halbe und tut so, als wäre nichts gewesen. Herzlich willkommen bei Horst, dem Hundeflüsterer. Bei uns dreht sich heute alles um Kampfhunde, um richtig scharfe Hunde. Und die schärfsten Hunde hat seit eh und je die CSU. Wie dieses wunderbare Exemplar, das ich Ihnen von der Kampfhundeschau am Aschermittwoch in Passau mitgebracht habe. Stammtische sind die Versammlungsstätten des Volkes. Das ist ein reinrassiger Waugeiler, ein geiler Wau. Aus einer Zucht in München und der hat natürlich eine gewaltige Power, wenn man ihn einmal loslässt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland wird in der Münchner U-Bahn verteidigt, aber nicht am Hinterkusch. Die U-Bahn mag er nicht, da hat er Angst. Er ist in seinem ganzen Leben noch keinen Meter U-Bahn gefahren. Er ist ein typischer Angstbeißer. Wenn er etwas sieht, was er nicht kennt, dann wird er aggressiv und dann schnappt er. Die sind nackt. Und das ist das Problem, wenn wir die ganzen Kaziken in Brüssel zusammenkommen sehen. Da sind die nackten, dummen Kaiser zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese Phobie vor Nackten kommt noch von seinem Vorbesitzer, Franz Josef Strauß. Der hat ihn seinerzeit auf AIDS-Kranke abgerichtet. Aber mir ist es gelungen, mit ein paar einfachen, klaren Kommandos wie Such Draghi oder Böser Draghi oder auch Waugeiler Fass, seine Aggressivität auf Europa umzulenken. Wir brauchen keine Einigung einer Flaschenmannschaft, die ganz Europa durcheinander bringt und an der guten Idee verzweifeln lässt. Das ist doch das Problem. Nach der Europawahl kommt er natürlich wieder in den Zwinger. Da kriegt er dann einen Maulkorb und dann wird er auch wieder öfters mal die Schnauze halten. Was werden das? Sind das Catering für den nächsten CSU-Parteitag oder was? Nein, auf gar keinen Fall. Wir drehen einen bayerischen Heimatkrimi hier bei Schleichfernsehen. Ja, ein Ritchie, Heimatkrimi? Du bist da kannst du gleich mal nehmen. So. Verstehe. Siehst du was? Den Oberkammer Kripo-Bad Tölz. Ja. So was? Ja. Sie sind festgenommen, jetzt gehen wir Dampfnudeln essen. So ein Schmarrn, wo bleibt denn da die Spannung? Also, Moment einmal, Kollegen. Frau Blumhoff, ich glaube, bayerischer Heimatkrimi, tut mir leid, aber da brauchen wir ein bisschen mehr Tiefgang. Das ist wahr, ja. Idee. Ja, folgende. Folgende Idee. Kommissar Sepp Bierbichler findet die von einem Kaschmirschal erdrosselte Veronika Ferres am Ufer des Starnberger Sees. Gott, wabernde Nebel, Blutspur. Der Kormoran kreischt und die Seeschwalbe schnatzt. Genau. Und jetzt kommt's. Der Kommissar Sepp Bierbichler ermittelt aber nicht, weil er sich nicht sicher sein kann, ob er nicht selber sogar der Mörder ist. Ja, und dann? Ja, und dann kommt die Polizei, also ich. Und dann wird's wahnsinnig lustig. Ja, das ist gut, das wird's ganz Schaut's mal her,
Schau mal her. Schaut's mal her. Du, was ist das? Schaut's mal her. Was ist das? Was ist das? Hä? München 7. Hier spricht Dr. Mabuse. Und dies ist mein Vermächtnis. Du bist ein einfacher Mann. Vielleicht der Generalsekretär einer staatstragenden bayerischen Partei. Und wenn auch du einmal Doktor spielen willst, hör gut zu. Fahr nach Prag. Dort wird jeder, der eine Brille trägt, mit Doktor angesprochen. Und wenn du eine Gleitsichtbrille hast, sogar mit Professor Doktor. Bündle deine Gedanken und such dir ein wohlfeiles Thema. Ein Thema, das den Mächtigen deiner Partei gefällt. Und dann schreibst du deine Doktorarbeit. Aber mache nie den Fehler, den ich gemacht habe. Schreibe niemals Franz Josef Strauß mit Bindestrich. Das kommt in Bayern einem Weltuntergang gleich. Und du bist politisch ein toter Mann ohne Doktortitel. Oder wir machen Mord an der Bavaria. So ein Schmarrn. Doch, und zwar Mord auf eine originelle Weise. Weißt du, in einem Heimatkrimi ist immer ganz wichtig, dass die Todesart möglichst originell ist. Die Bavaria ist an einem Kuhfladen erstickt. Ist doch gut. Sehr originell. Nein, machen wir es anders. Pass auf, dann ist die Bavaria auf einem Kuhfladen ausgerutscht und in einem Starkbierbottich ersoffen. Das ist gut für einen Heimatkrimi. Ich kann schwimmen. Dann riecht halt die Bavaria an einer Hopfendolde und stirbt dann an einem allergischen Schock. Das finde ich noch so besser. Ein Krampf. Ich stehe seit 160 Jahren auf der Wiesn umeinander. Wo sind jetzt ich da auf einmal Hopfenallergie her haben? So ein Pass auf, das ist gut. Wiesn ist gut. Dann ist die Bavaria in einem Bierzelt erschlagen worden. Na, die Bavaria fällt um und erschlägt ein Bierzelt. Das ist gut. Du, und der Christian Ude wird von einem Zapfhahn erschossen. Wir von einem Zapfhahn. Naja, Überdruck, ja, weißt du? Ja, das ist ganz gut. Das ist authentisch. Gut, dass Sie es sagen, Frau Blumhoff. Authentisch. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist so wichtig in einem bayerischen Heimatkrimi, dass die Leute da so einen richtigen, starken Dialekt reden. Das ist ganz wichtig. Das ist das Wichtigste am Heimatkrimi, dass ein ganz starker Dialekt kriegt. Doch, das ist wichtig im Heimatkrimi. Das wollen die Leute. Das ist kein Dialekt. Das ist Körperverletzung. Das ist gut, Körperverletzung. Du, jetzt habe ich die ultimative Todesart für jeden Heimatkrimi. Die Leiche ist an ihrem eigenen Dialekt erstickt. Erstickt? Ja. Wie? Ja, der Wetterhole. Wenn's Essen an dir vorbeiläuft, sagt man Running Sushi in Japan. In Deutschland ist's anders, da sagt man Pferderennbahn. Ich kauf mir am Volksfest keine Roswurst mehr. Das ist einmal gewiss, weil ich inzwischen schon Angst hab, dass ein Schweiners drin ist. Der Kessel ist die Heimat von die Weißwürst, der Farbtopf die Heimat von die Pinseln, die Heimat von die deutschen Firmen ist auf die Jungferninseln. We'll be right back.
Pass mir doch mit Heimat auf! Was verstehen denn diese Politschlümpfe, die sich heute als meine sogenannten Nachfolger in der bayerischen Regierung noch herumzuhupfen trauen, von Heimat? Da kündigt dieser Seehofer jetzt großschneuzig an, ja, nach seiner Wiederwahl im Herbst, da gründet er ein bayerisches Heimatministerium. Ja, entschuldigen Sie mal, haben Sie den so lange in der Donau gebadet oder hat er im Söder seinem neuen Ingolstädter Staatsbiergarten sämtliche Norgel zusammengezuzelt? Für was brauche ich denn an bayerischen Regierung einen Heimatminister? Soll das heißen, dass sich die anderen bayerischen Minister um Timbuktu kümmern oder was? Bei der Hadertauer ist wurscht, die kümmert sich weder um Bayern noch um Timbuktu, die kümmert sich nur um sich selber. Ne, wa? Und der Kultusminister hat die Verkleinerungsform schon im Namen. Kein Spahn, bloß ein Spähnli. Gut, wenn man sich manche Gegenden in Bayern heute anschaut, dann kann man schon den Eindruck gewinnen, dass diese Typen die bayerische Heimat vernachlässigt haben. Aber wenn die CSU jetzt für alles, was sie in den letzten Jahren vernachlässigt hat, ein eigenes Ministerium gründen will, dann brauchen sie einen G8-Minister, einen Hypo-Alpe-Adria-Minister, einen NSU-Prozessorganisationsminister, einen GBW-Wohnungsverschacherungsminister. Da hätte der Freistaat Bayern eine Regierungsmannschaft beieinander. Gegen die ist der chinesische Staatsapparat eine kleine Provinzverwaltung. Und dann tönt der da drin, meine Damen und Herren. Hört zum Schauder mit Klatschen auf! Jetzt brauchen Sie nicht klatschen, wenn ich hier rede. Saudummes Klatschen da. Dann tönt der Dobrindt umeinander, meine Damen und Herren. Wenn der schon das Maul aufmacht, dieser Dobrindt, da schalte ich doch von Haus aus schon auf geistigen Tiefflug. Ja, der Flächenfraß tönt er. Der Flächenfraß hat Bayern kaputt gemacht. In den letzten 20 Jahren tönt er umeinander, wurden jeden Tag 18 Hektar Bayern zubetoniert. Wir brauchen ein neues Landesentwicklungsprogramm. Interessant, meine Damen und Herren, wer hat denn in den letzten 20 Jahren Bayern regiert? Haben Sie da keine Zeit gehabt für ein neues Landesentwicklungsprogramm vor lauter stolperschen Größenwahn? Wie kann man denn so blöd sein, meine Damen und Herren, so blöd seine eigenen Versäumnisse anzuklagen, ohne zu merken, dass man selber versaubeutelt hat? Das ist ja noch nicht einmal sozialistische Selbstkritik. Das hat es zu meiner Zeit nicht einmal bei den Stalinisten in der Sowjetunion gegeben und das waren unsere Feinde. Wenn ich geahnt hätte, meine Damen und Herren, wenn ich geahnt hätte, dass dieser Stoiber ein derartiges Gesindel in die bayerische Politik hineinschleift, da hätte ich diesen Wolfratshausener Kamillentee-Sieder 1987 schon in Moskau gelassen. Die schaffen es ja noch, meine Damen und Herren. Diese Typen schaffen es doch noch, dass in Bayern die Nasenbohrer von der SPD an die Macht kommen. Und dann dieser saublöde Slogan, Bayern, Punkt, das Land, Punkt. Da sage ich CSU, Punkt, Hals, Maul, Punkt. Macht eine anständige Regierungsarbeit, dann könnt ihr euch im Wahlkampf eure saudummen Sprüche sparen. Himmel, Herrgott, Sakra, mein Kreuzgrutze. Das war Schleichfernsehen, das Beste. Freut mich, wenn es Ihnen gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, jeden Donnerstag um 21 Uhr Kabarett im bayerischen Fernsehen. Servus!